Freunden, Freunde, ich bin Dennosch. Ich sehe zwar nicht so aus, aber ich bin der Hamster in seinem Kopf und ich heiße euch herzlich willkommen bei unserem neuen Video. Zieht euch rein. Moinsen, Freunde, Dennosch wieder für euch am Start. Haha, ihr mit neuen Video, ich heiße euch herzlich willkommen und ich freue mich wieder riesig, Freunde, dass ihr es geschafft habt, auf meinem Channel vorbeizuschauen. Und ja, das mit den Emblemen, Leute, das läuft ja hier im Moment wie am Schnürchen, Freunde. Ich kriege ja kein Auge mehr zu hier und zum Zocken komme ich auch nicht mehr. Und jetzt, heute hat es den Whitebeard getroffen und den wollte ich mal für euch erstellen. Dank der großen Nachfrage oder beziehungsweise der regelmäßigen Erinnerung einiger Leute von euch, Freunde. Ihr wisst jetzt auch, wer gemeint ist. Ich denke mal, dass ihr euch das jetzt auch anschauen werdet. Und ja, leider sind mir gerade mal wieder so die Namen entfallen, Freunde. Ich mache das hier Ganze wieder ziemlich spontan, Freunde. Ich schreibe mir da nichts auf, nichts. Ich mache da gar nichts. Ich, ja, kommentiere das einfach so frei Schnauze, Freunde. Natürlich mache ich mir ein bisschen Gedanken, was könnte ich erzählen, was könnte zu dem Thema hier interessant sein. Und auf jeden Fall, ich bin natürlich wieder auf eure Kommentare drauf eingegangen und habe ja mal die Rasterfunktion eingestellt, Freunde. Ich hoffe, das stört euch nicht, weil ich denke mir einfach mal, das kann euch noch helfen, das Ganze hier besser nachzuerstellen, Freunde. Und da denke ich, ist das Ganze schon gerechtfertigt. Gut, mich hat es persönlich jetzt ein bisschen genervt. Also als ich den Whitebeard Beard dort erstellt habe, habe ich ihn ja eigentlich lieber ohne machen wollen, weil mir diese Rasterdinger da echt genervt haben. Aber andersrum muss ich auch ganz ehrlich sagen, sind sie schon eine große Hilfe. Wenn man sich so ein bisschen daran orientiert, das hilft einem schon, so eine gewisse Symmetrie beizubehalten, Freunde. Und da ihr mich ja schon öfter darauf angesprochen habt, ob ich da nicht irgendwie was ändern kann. Und letztens hat mich wieder jemand darauf angesprochen. Und ja, wie gesagt, alles immer ziemlich spontan. Jetzt den Namen habe ich jetzt auch nicht parat, Freunde. Aber spielt ja auch keine Rolle. Ist ja wurscht. Hauptsache, ich tu das zur Kenntnis nehmen, was ihr da so an Wünsche äußert und versucht das Ganze natürlich dann auch irgendwo umzusetzen, weil ich will natürlich, dass ihr geile Embleme habt, Freunde, und ja, versuche euch da auch da euren Wünschen irgendwo nachzukommen. Und ja, wenn es euch hilft, lasst mir auf jeden Fall mal einen Kommentar da, ob euch das Ganze so gefällt mit dieser Rasterfunktion im Emblem-Editor und ob ich das in den nächsten Videos so beibehalten soll oder nicht, Freunde. Und ja, da seid dann natürlich wieder ihr gefragt. Ihr müsst mir sagen, ja oder nein, mach so, mach so. Und dann schauen wir mal, wie wir das Ganze hier gestalten können, Freunde. Und ja, ich hoffe, euch gefällt das Emblem. War schon eins so, ja, ich würde schon fast sagen, das schwerste Emblem, was ich so machen musste, weil dieser alte Faltenhund ja einfach zu viele Falten in der Fresse hat und das ist dann ganz schön schwierig, das Ganze so umzusetzen, damit man auch noch genug Ebenen für das restliche Gesicht übrig hat. Und ich war ja erst am Überlegen, ob ich nur das halbe Gesicht mache, aber ich finde, da geht irgendwie viel zu viel verloren. Und deswegen habe ich eigentlich versucht, so das ganze Gesicht drauf zu bekommen. Den unteren Teil des Kinns, den werde ich dann nochmal im extra Emblem machen. Weil dieser gute Herr einfach ein zu langes Kinn hat und ja, da werde ich dann nochmal ein extra Tutorial für die richtigen Freaks machen, die auch das Kinn unten noch mit drauf haben wollen. Und dann habt ihr halt zwei Embleme, müsst ihr irgendwie zusammenpacken oder so. Nein, kleiner Spaß, Freunde. Hat auf jeden Fall nicht ganz drauf gepasst, aber ich habe natürlich wieder versucht, so viel wie möglich und ja, so viele Details wie möglich dort ja unterzubringen. Und jetzt könnt ihr mir einfach mal sagen, ob mir das Ganze so gelungen ist. Natürlich wieder Wünsche äußern, Freunde. One Piece hatten wir jetzt. Jetzt wird wohl wieder Dragon Ball anstehen und ich kriege jetzt immer mehr Nachfragen, Freunde, von ja Leuten, die sich auch gerne andere Manga-Serien, Protagonisten, Figuren, Darsteller wünschen, Freunde. Und da muss ich einfach mal gucken, wie ich das Ganze nur noch unter einem Hut kriege, Freunde, weil ihr rennt mir hier ganz schön die Tür ein. Ich meine, ich begrüße das, ja, so ist das nicht, aber ja, ist schon viel Arbeit, muss ich dazu sagen. Und ja, ich mache halt nicht nur hier Embleme oder sitze hier nur vor YouTube rum und was ich ja schon viel in meiner Freizeit mache, muss ich ja ganz ehrlich gestehen, aber ja, dazu gehört halt noch ein bisschen mehr, Freunde. Und ja, das macht das Ganze vielleicht noch ein bisschen schwieriger. Und ja, ich bin am Überlegen, ob ich noch eine zweite Serie irgendwie da mit reinnehme. Ich will ja hier noch meine kleine eigene Serie noch mit rein tackern. Und das ist ja dieses YouTuber-Raten oder YouTuber als Embleme-Raten. Da habt ihr mir auch noch keinen Vorschlag als Titel gemacht, also wie ich das so nennen könnte. Das heißt, ich mache eine Real-Life-Silhouette eines YouTubers und ja, die baut sich dann so langsam auf.
Ein paar Tage später kommt dann zu diesem Video auch nochmal ein Tutorial. Aber wenn dieses YouTuber-Raten an ist, dann baut sich das halt langsam so auf. Und ja, ich weiß nicht, ob ich da die Kommentare oder was ausschalte oder ihr dürft dann da halt nicht schummeln. Und ja, könnt ihr mir mal in die Kommentare raten, ab was für einer Minute ihr ja dieses Emblem erraten konntet oder ihn erkennen konntet. Und natürlich auch Feedback, ob mir das Ganze gelungen ist oder nicht, Freunde. Und ja, die Serie werde ich dann wohl noch irgendwie so mit aufnehmen. Und das hatte ich, glaube ich, schon in einem Video mal erwähnt, dass ich das dann irgendwie so samstags oder sonntags für euch dann da auf YouTube bereitstelle. Und so als kleines Zuckerli fürs Wochenende, Freunde. Und ja, dann muss ich einfach mal gucken, wie ich das Ganze so hinkriege. Ihr müsst mir jetzt natürlich wieder neue Wünsche unten reintackern, Freunde. Und auch wenn ihr es schon ein paar Mal gemacht habt, macht es immer wieder. Es lohnt sich wirklich, Freunde. Und wie gesagt, wenn ihr einen Vorschlag habt, Freunde, und ihr kennt jemanden, der auch einen YouTube-Account hat, dann soll er doch bitte euer Kommentar liken, Freunde. Natürlich auch mein Video und kommentieren und laberababa, aber wenn eure Vorschläge dort geliked werden, ich sehe das ja hier, ne? Also mein Kanal ist nicht so riesig, dass mir da solche Sachen entgehen würden. Und ja, wenn ich da sehe, dass da richtig Nachfrage ist, dann werde ich versuchen, dem Ganzen natürlich auch nachzukommen. Und das Ganze dann versuchen für euch zu gestalten. Vorausgesetzt, ich habe natürlich auch Bock darauf. Ne? Das sind natürlich Grundvoraussetzungen. Sonst können wir das Ganze hier nicht machen. Dann hat der Dennis keinen Bock darauf. Und ja, mir muss das Ganze auch Spaß machen. Und dann ja, kriegen wir das Ganze schon gedengelt hier, Freunde. Ich sage auf jeden Fall nochmal Dankeschön für die ganzen Abos, die mir hier am Stissel kommen. Und auch für euer Feedback. Und ja, wie geil das hier alles angenommen wird. Da freue ich mich natürlich riesig drüber. Und ja, sehe irgendwo, dass meine Arbeit hier Früchte trägt. Und wenn ich bei Call of Duty reingehe, da sehe ich schon auch schon einige Embleme, wo ihr ganz fleißig zugange wart. Und ja, ist natürlich wieder eine geile Sache. Und daran sehe ich dann natürlich auch, dass das Ganze möglich ist, nachzuerstellen. Und ja, ich wurde jetzt auch schon ein paar Mal danach gefragt, ob ich das Ganze nicht noch ein bisschen langsamer machen könnte. Aber ich will halt einfach, also ihr habt ja den Pauseknopf, Freunde, und ich will halt einfach, dass ihr schnell seht, wo das Emblem hinkommt, weil ab und zu bin ich da ein bisschen am Rumeiern und kriege dann die Ebene nicht so verzerrt oder gezogen oder habe dann nicht die genaue Position und ja, schiebe die dann so ein bisschen hin und her und das dauert auch ab und zu ein bisschen dauert halt eine Weile und ja, das macht das Ganze dann ziemlich langwierig für euch und ich will halt, dass ihr schnell seht, wo die Ebene hinkommt, damit ihr es dann nachmachen könnt, Freunde. Wenn ihr da die ganze Zeit mit mir rumeiert, das bringt einfach gar nichts und ich weiß, dass es nervt, auf Pause zu drücken, aber ich glaube, das ist so eigentlich der beste Weg. Naja, schauen wir jetzt einfach mal, wie das hier mit dem Raster ist, ob das läuft, ob ihr das da irgendwie besser hinbekommt mit und ja, Freunde, tut mir einen Gefallen, teilen, kommentieren, liken das Ganze hier, wenn ihr meine Arbeit zu schätzen wisst und ja, ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Video, Freunde, und sagt mir mal, was ihr von diesem YouTuber-Raten haltet oder YouTuber als Embleme-Raten irgendwie so, wenn ihr einen geilen Titel habt oder so, dann tackert mir den auch unten in die Kommentare rein. Ich habe da noch keine Ahnung, wie ich das Ganze benennen soll und ja, dann will ich gucken, dass ich das so schnell wie möglich an den Start kriege und ja, einfach mal schauen, wie ihr das dann so annehmt und ja, ob ihr da so Bock drauf habt und ja, wie gesagt, wir sehen uns beim nächsten Video. Ihr haut mir wieder unten was in die Kommentare, teilen, liken, Gedöns, ihr wisst ja Bescheid. Ciao, Freunde. Euer Dennosch. Peace, Freunde. Bis zum nächsten Mal.